Aus dem Hadith nehmen wir aber noch etwas anderes, was nicht unbedingt mit der Mujahada selbst zu tun hat, sondern mit dem Verhalten von Menschen. Mit dem Verhalten von Menschen und wie man diesbezüglich eingestellt sein sollte. Wir haben hier zwei Personen. Da kommt einer mit einer großen Menge von Vermögen, das er ausgibt. Und er wird kritisiert als Augendien, als Heuchler, als Murai, der das nur macht, um gesehen zu werden. Dann kommt ein anderer mit einer geringen Menge von Geld und wird auch kritisiert, so in dem Sinne hier, das hättest du ja sein lassen können, hättest du, das ist es nicht wert, bevorzugen. Das heißt, ob du das machst oder das machst, du wirst den Menschen nie gerecht werden. Es wird immer irgendjemanden geben, der etwas auszusetzen und zu kritisieren hat. Daher, wer sich danach richtet und immer nur darauf schaut, wenn ich das mache, wird das gesagt, und wenn ich das mache, wird das gesagt, yani, so ein Mensch kann nicht anders leben als in yani, Stagnation. Der wird nur stagnieren. Der wird nur dort hängen bleiben, wo er ist. Der wird sich nirgendwo durchsetzen können. Er wird nichts erreichen. Weil, wenn er die zufriedenstellt, stellt er eine andere Gruppe unzufrieden, dann versucht er das wieder auszugleichen. Und dann wird er sich immer nur wie in so einem Ping-Pong mal nach rechts und mal nach links bewegen. Es gibt da so eine ganz interessante Geschichte von Juha. Es soll eigentlich ein Witz sein, aber es ist eine amüsante Erzählung, die etwas von der Wahrheit hat. Die gesellschaftliche Missstände und Probleme auf amüsante Art und Weise darstellt. Das ist so eine Geschichte, da heißt es, dass Juha mit seinem Vater und einem Esel unterwegs waren. Juha wird in der türkischen Welt als Hoca Nasruddin erwähnt. Schon mal gehört? Es gibt aber eine Person, die es tatsächlich, also gab zumindest den arabischen Juha, was aber nicht bedeutet, dass alle Erzählungen, die um ihn sozusagen, um ihn existieren, richtig sind. Also das ist nicht der Fall. Die Person aber gab es. Er war unterwegs mit seinem Vater, einem Esel und er selbst. So, drei Personen oder drei Wesenpersonen. Jetzt ist Folgendes gewesen. Sie sind beide auf dem Esel gewesen. Und die Leute sehen diese Person und dann sagen sie, was für hartherzige Menschen, unbarmherzige Menschen belasten den Esel, indem sie beide auf ihn reiten. Dann ist einer von ihnen runtergestiegen. Haben sie gedacht, gut, das kommt nicht so gut an. Steigen wir runter. Der Sohn läuft. Und Vater ist auf dem Esel. Dann heißt es, was für ein unbarmherziger Vater. Lässt seinen Sohn laufen und reitet selbst auf dem Esel. Okay, das kommt auch nicht gut an. Wechseln wir die Position. Sohn sitzt auf dem Esel, Vater läuft hinterher. Jetzt heißt es, was für ein ungehöriger Bengel. Lässt er seinen Vater laufen und sitzt selbst auf dem Esel. Was sollen wir dann noch machen? Gibt es noch eine Option? Beide laufen. Sie steigen beide ab und laufen. Dann sagen sie, was für Idioten. Haben einen Esel und laufen. Versteht ihr? Das ist die amüsante Darstellung von dem, was in dem Hadith ja auch erwähnt wird. Und das ist auch Tatsache. Das erleben wir Tag für Tag. Das ist immer dasselbe. Und daher, wer danach trachtet, den Gefallen von den Menschen zu erlangen oder zu berücksichtigen, der ist nicht auf der richtigen Route, weil der wird irgendwann selbst verzweifeln, oder er wird sich eben einigeln, isolieren und von der Gesellschaft isoliert weiterleben, aber auch so kommt man meistens nicht voran. Der Mensch ist, wie Ibn Khaldun sagte,
Al-Insanu Madaniyun Bitab'i. Der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen. Der Mensch ist ein gesellschaftliches, ein soziales Wesen, das eben eine soziale Umgebung benötigt. Und nur in einer sozialen Umgebung auch sich entfalten kann und gedeihen kann. Und von daher sagte Al-Imam Shafi'i, er sagte, Ridan Nas, das ist nicht wortwörtlich ungefähr, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, er sagte, die Zufriedenheit der Menschen zu erlangen, ist etwas Unmögliches. Es ist unmöglich, nicht realisierbar. Wa ridha Allahi, die Zufriedenheit Allah Ta'ala zu erlangen, ist etwas Mögliches. Du hast nur einen, den du zufriedenstellen musst. Deswegen sagt er dann, also die logische Schlussfolgerung, die plausible Schlussfolgerung ist dann, ich habe hier zwei Dinge, etwas Unmögliches, an dem ich zugrunde gehen werde, wenn ich es versuche zu verwirklichen. Wenn du versuchst, etwas Unmögliches zu machen, was rein logisch gesehen nicht möglich ist, dann bist du verrückt. Das ist ja etwas, das den Geistesgestörten von einem besonnenen Menschen unterscheidet. Der Geistesgestörte unterscheidet nicht zwischen Dingen, die machbar sind, und Dingen, die nicht machbar sind, und vergreift sich an beiden. Er springt beispielsweise von einem Hochhaus mit der Absicht zu fliegen. Aber ein normaler Mensch, er weiß, das funktioniert so nicht. Das ist unmöglich. Unmöglich, ohne entsprechende Ausrüstung und so weiter zu fliegen. Und nur das zu probieren und nur darüber nachzudenken, dass man das vielleicht doch mal wagen sollte, ist schon ein Indiz für geistige Störung. Und genauso, wer versucht, ja, wer mit dieser Absicht und mit dieser Intention lebt, allen Menschen gerecht zu werden, der grenzt, also dieses Verhalten, das grenzt an geistiger Verwirrung und Störung. Und deswegen sagt er, die Schlussfolgerung von Shafi'i sagte, du hast jetzt also zwei Dinge, etwas, das absolut sicher unmöglich ist, und etwas, das absolut sicher möglich ist. Was ein vernünftiger Mensch entscheidet sich dann für das Mögliche. Du hast hier nur zwei Wahlen, verstehst du? Du hast nur zwei Wahlen, es gibt keine dritte, für die du dich entscheiden kannst. Na, das ist übrigens auch im Koran, wird auch ein ähnliches Gleichnis geprägt für die, das geht aber jetzt eher in die Richtung der Götzendiener oder des Götzendienstes. Allah Ta'ala sagt, ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. Allah prägt ein Gleichnis eines Mannes, der unter umstrittenen Partnern ist. Jeder hat Anspruch auf ihn. Jeder hat Anspruch auf ihn. A, B, C, D, E, alle haben Ansprüche auf diesen Mann. Und das Gleichnis eines Mannes, Salaman li Rajul, der ausschließlich für einen ist. Sind sie etwa gleich? Versteht ihr das Gleichnis? Das Gleichnis ist, also wie gesagt, es geht hier eigentlich um den Schirk und den Tawhid. Das ist ein Gleichnis für den Monotheismus und den Polytheismus. Jemand, der 100 Herren hat, die er zufriedenstellen muss, und alle diese 100 Herren haben verschiedene Erwartungen, verschiedene Ansprüche, verschiedene Vorlieben, der wird keinem von denen gerecht werden. Der wird zerstreut sein unter diesen verschiedenen Erwartungen von ihm. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٌ. Ein Mann, der nur für einen gedacht ist, also oder rein einem einzigen dient, Mensch, der hat nur eine einzige Erwartung zu erfüllen, Mensch, der hat nur ein einziges Ziel, der hat nur ein einziges, ich sage mal, Wesen,
das er zufriedenstellen muss. Das ist zwar jetzt, wie gesagt, auf einer anderen Ebene, aber man kann das natürlich auch auf die Gesellschaft und diese Aspekte, die wir eben erwähnt haben, übertragen.